Hallo und frohe Weihnachten da draußen. Es geht weiter. 4 Monate gar nichts und dann 2 Videos an einem Tag. Das ist doch mal Weltklasse, oder? Jetzt ist Pimmelpiraten-Wichtelzeit. Ich habe ein Paket bekommen vom guten David. Es ist ganz schön groß und da geht auch was gewichtsmäßig. Und er ist vom Kanal Multigenre Gaming Blue Hunter. Blende ich euch irgendwo da ein. Und genau wie immer, wenn ich was zu erzählen habe, bin ich mit einem Getränk bewaffnet. Nach wie vor ist die Wahl heute Astra Arschkalt, das auch nur im Winter gibt und auch nur schmeckt, wenn es richtig kalt ist. Oh, Bambi Plattfuß schreibt mir. Ich habe ihm gerade gesagt, dass er noch ein Video zu sehen bekommt und er kann es kaum glauben. Mal gucken, was er schreibt. Sekunde. Ein Augenblick. Wenn man sich nicht mehr hört, wünsche ich dir und deiner Frau schöne Weihnachten. Wir hören uns schon noch. Aber jetzt habe ich erstmal was zu tun. Wir waren hier bei Paketen. So. Ich bin schon ganz gespannt. Okay. Es ist ziemlich groß. Und das ist auch relativ schwer. Ich glaube, ich eben schon erwähnt. Und der gute David hatte mich. Also ich wusste dann ja irgendwann, dass er mir wohl zugelost wurde, aber wir kannten uns oder kennen uns persönlich noch gar nicht. Auf diesem Wege schon mal vielen Dank. Und ich kannte seinen Kanal auch gar nicht. Aber wir sind halt einander zugelost worden, also ich ihm. Und er hatte mich gefragt, was bei mir so aktuell gespielt wird, beziehungsweise was für Systeme ich habe. Und ich bin mal gespannt, weil ich bin ja nun nicht der absolut up-to-date Typ. Ja. Okay, hier sind drin 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, 6 Sachen und alles in einzelnen verpackt. Da geht was. Okay, fangen wir einfach an. Ich glaube, das sind alles Spiele. So der Packung nach, das sind alles irgendwie Games für irgendwas. Okay. Dragon Quest Swords für die Wii. Das ist... ja... Dragon Quest, ich würde sagen, das ist so eine Art RPG-Prügelspiel. Nein, die Wii-Fernbedienung ist ein legendäres Schwert. Okay, da gibt's auf die Fresse. Das ist gut, du bist der Held. Das ist nicht schlecht. Dummerweise habe ich keine Wii. Aber das macht nichts, ja? Weil will ich noch haben. Ich hatte mal eine. Ich hatte Wii... und PS3 und Xbox 360 in meiner Videothek zum Verleihen. Und die Wii habe ich dann irgendwann verkauft, weil es ging nicht mehr. Ja. Und die PS3, die habe ich bei meiner Ex-Freundin gelassen damals, weil sie sonst keinen DVD-Player respektive Blu-ray-Player gehabt hätte. Und ich zu dem Zeitpunkt damit auch gar nichts gespielt habe, außer SingStar und Bass. Ja. Mittlerweile habe ich eine andere. Aber die Wii habe ich natürlich nicht zurückgeholt. Ich gucke immer mal, wenn ich auf eBay was sehe, reizt mich schon. Ja? Es gibt schon das ein oder andere Spiel, das ich sehr, sehr gut finde auf der Wii. Aber das lege ich auf jeden Fall weg, ganz klar. Ja? Weil wenn da wirklich gekämpft wird mit dem Wii-Mode, dann stelle ich mir das auch wirklich sehr, sehr geil vor. Schluck trinken. Dieses Astra-Bier, das ist so ein Problem. Das schmeckt nämlich gar nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Das läuft auch. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es mit diesem Arschkalt ist. Aber wenn man so ein 6er-Päckchen wegmacht, 6 kleine Flaschen wohlgemerkt, an einem Abend, da bin ich am nächsten Morgen matschig oder habe Kopfschmerzen. Also zumindest bei dem normalen Astra, bei dem Urtyp. Bei dem weiß ich das nicht. Der schmeckt auch ein bisschen anders. Okay, geht weiter. Das ist geil, es ist sau viel Papier und so. Das macht Spaß. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße! Alter! Wir haben Mann! Wir haben gesagt 15 Euro Gesamtwert. Ja. Moment. PS4 Destiny. Das ist sehr geil. Also, ich habe sämtliches Footage auf YouTube dazu verschlungen und habe immer gesagt, ich will es mir holen, entweder für die PS3 oder eben für die PS4, wenn ich eine habe. Unbestätigten Meldungen zufolge kriege ich eine, weil sie ist von meiner Amazon-Wunschliste verschwunden. Das wäre echt gut. Okay. Das freut mich sehr. Also vielleicht hat da jemand wirklich gut aufgepasst, weil ich habe das ja letztes Jahr schon gesagt, weil da habe ich ein Poster dazu geschenkt bekommen, das übrigens da hinten in der Ecke hängt. Ihr könnt es jetzt nur nicht sehen. Und da habe ich schon gesagt, dass das ein Muss-Titel für mich ist, weil mir das unheimlich gut gefällt. Ja? Ich habe lange gebraucht, um mich an so First-Person-Sachen zu gewöhnen, aber das ist echt toll. Das ist echt... Dankeschön. Das ist toll. Gut, weiter geht's. Ey, das raschelt. Es geht weiter. Xbox 360, die habe ich ready, die habe ich installiert. Und wir haben hier, tada, Bulletstorm Epic Edition. Das sagt mir jetzt gar nichts, aber es sieht abgefahren aus, was ich hier so auf der Rückseite sehe. Da steht auch saumäßig cool und kultisch. Schon mal gut. Du hast gerade eine Bruchlandung auf dem brutalsten Urlaubsplaneten des Universums hingelegt und das sind noch die guten Neuigkeiten. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, aber mir gefällt, was ich sehe. Muss ich ganz ehrlich sagen, darauf freue ich mich. Und wenn ich das Video hier ausmache und habe das alles fertig und hochgeladen, dann schmeiße ich das mal rein. Das probiere ich dann als erstes aus. Coole Sachen. Hey, das ist viel zu viel. Jetzt schon. Und da kommt nochmal. Also, toll. Dankeschön. Aber die Hälfte hätte es auch getan. Okay. Das ist eine Wii-U-Hülle. Hey, was ist das denn? Wii U Monster Hunter 3 Ultimate. Wie schön. Das sieht cool aus. Ich kenne das überhaupt nicht. Aber es sieht gut aus. Erkunde mehr als 200 atemberaubende Quests. Kämpfe gegen gigantische Monster mit Hilfe der neuen Zielerfassung. Schmiede hunderte Waffen und Rüstungen. Passe dein Spielerlebnis mit dem Wii U Gamepad an deine Vorlieben an. Jage niemals allein. Spiele im Einzelspielermodus. Ey, das ist ein Wii U-Spiel. Ich habe keine Wii U. Ich hatte auch... Boah, Alter. Du bringst mich hier voll in Zugzwang. Jetzt. Moment, ich muss mir das mal kurz... Wahnsinn. Nee, hat zufällig jemand eine Wii U für zu verkaufen? Ich brauche eine Wii U, merke ich gerade. Ich brauche eine PS4 und ich brauche eine Wii U. Das PS4-Problem löst sich vielleicht von allein. Ja, aber dann muss man gucken. Ich bin von den Socken. Ja, ich muss was trinken. Gut, es geht weiter. Okay, der Packung nach. Ist das? Ja. Hey, oh. Das ist sogar noch eingeschweißt. Mann. Star Wars The Force Unleashed 2 für Nintendo DS. Es ist noch eingeschweißt. Was ein Glück, dass wir jetzt ein Nintendo DS haben. das freut mich. Star Wars ist ja sowieso im Moment gerade in aller Munde. Und alles, wo Star Wars draufsteht, ist gut. Also ich mag das. Es freut mich sehr. Oh, das freut mich sehr. Das ist richtig gut. Das ist toll. Star Wars The Force Unleashed 1 kenne ich noch. Das habe ich sogar in meinem Laden noch verliehen damals. Aber 2, das sagt mir gar nichts. Ist das nur für diese portablen Systeme gekommen? Egal. Ich werde es bald erfahren.
Cool. Okay, dann, letztes Stück. Noch mehr Star Wars. Und so wie es aussieht, brauche ich noch eine Konsole. Du hast das irgendwie falsch verstanden, als ich gesagt habe, PS3 und 360 sind bei mir das Neueste. Wir haben hier einen sehr witzigen Ableger der Angry Birds Reihe. Angry Birds Star Wars für die Xbox One. Ey, geil. Das ist abgefahren. Schwing dein Lichtschwert durch 20 exklusive neue Level. Das, ich habe das mal gesehen. Habe ich das nicht auf dem Handy irgendwo oder auf dem iPad? Habe ich das schon mal gesehen? Aber das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Richtig als Disc, ja. Das muss ja dann schon ein bisschen besser sein als dieses Handyspielchen, wenn das auf einer Disc rauskommt. Ja, das reizt mich sehr. Nur dummerweise, wie gesagt, eine Xbox One habe ich auch nicht. Jetzt kriege ich echt Probleme hier, weil ihr kennt mich, ja. Ich kaufe mir Sachen, weil sie mir gefallen und weil sie mir Spaß machen. Aber ich kann meiner Frau gegenüber nicht glaubhaft legitimieren, dass ich eine Xbox One und eine PS4 und eine Wii U brauche. Das kauft die mir nicht ab. Ja, und diese Sachen hätte ich ja dann auch im Wohnzimmer. Und wie mache ich das bloß? Das ist jetzt... Auf jeden Fall freut mich das unheimlich. Das ist wirklich toll. Und es ist auch vor allen Dingen eine schöne Auswahl. Es ist wirklich abwechslungsreich. Nicht nur von dem System her, sondern auch von den Spielen. Ja, es ist wirklich vieles dabei. Ja? So wie ich das sehe. Star Wars, was zum Prügeln, beziehungsweise Schwertkampf halt. Und Destiny. Ach, wie schön, wie schön. Hier geht irgendwas. Ich sehe gerade, mein Handy leuchtet die ganze Zeit. Die Pimmelpiraten-Wichtelgruppe schreibt. Mal gucken, was geht denn da ab? Okay. Ach, wie war nochmal die einheitliche Überschrift? Bla, ja, ja, klar. Das kriegen wir hin. abschließend möchte ich noch was sagen. Ich habe schon ein paar Sachen aufgenommen. Die sollten eigentlich auch schon längst hochgeladen sein, aber ich bin mit dem Nachbearbeiten total hinterher, weil ich habe einen neuen Job seit September. Ich muss morgens früh raus, ich komme abends heim und bin dann eher nicht mehr so voller Energie. Und dann hat man ja auch noch ein normales Leben und deswegen bleibt das alles ein bisschen liegen. Und auch jetzt in der Woche, wo ich Urlaub hatte, kam leider so viel dazwischen. Ich bin überhaupt nicht so im Plan. Ich hatte halt mir damals ausgedacht, ich mache ein komplettes Ensemble an Videos, die auch ein bisschen zusammenpassen in einer bestimmten Reihenfolge. Und da sind Gaming-Videos dabei, da sind Talkie-Videos dabei, also Schwafelabende auf gut Deutsch. Ich wollte auch noch Hardware-Review was machen und das Creatures Longplay und so weiter und so fort. Und das alles in einem Paket, das ich dann komplett hochlade und lasse es einfach laufen. Der Plan, der ist nicht ganz aufgegangen. Deswegen, also es kommt von mir was, bald, aber ich weiß noch nicht wann und es ist dann auch nicht so ganz, wie ich es gedacht habe. Aber zum weiter hier liegen lassen, ist es dann auch zu schade. Ich bastel noch ein bisschen dran rum, wenn ich es fertig habe. Seht ihr es? Ihr könnt euch drauf freuen. Es sind viele gute Sachen dabei, viele Sachen, die auch lustig sind, wo ich wirklich glaube, dass man sieht, dass ich unheimlich viel Spaß an der Sache hatte. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Mir bleibt nur noch euch allen frohe Weihnachten zu wünschen und dass euer neues Jahr 2016 mindestens genauso gut wird wie 2015 und wenn es scheiße war, dann natürlich besser. Meins war am Ende toll. Jetzt am Ende ist alles gut, so nach und nach. Aber ich sag mal, die ersten 9 Monate oder 8 Monate, die hätte man komplett in die Tonne treten können, ehrlich gesagt. Das muss ich nicht so oft haben, nicht so schnell wieder oder wir genau genommen, weil wir haben, also meine Frau und ich, wir haben hier eine Menge mitgemacht, bis wir jetzt dahin gekommen sind, wo wir sind. Wir sind umgezogen, wir haben beide neue Arbeit, es ist hier jetzt alles so halbwegs im Lot, wir sind immer noch nicht fertig, aber es wird. Irgendwie ist es auch so, wenn man eine Baustelle hat, man gewöhnt sich irgendwann dran, ja.
Oh Mann, Gott, hey, jetzt, ich muss unbedingt diese Facebook-Nachrichten ausschalten. Jetzt leuchtet die ganze Zeit mein Handy auf. Ja, wegen irgendwelchen Belanglosigkeiten. Ach, diese Kretins da immer. Ja. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall frohes neues Jahr, schöne Weihnachten und noch ein persönliches Wort des Dankes an euch als Zuschauer und auch Teilnehmer in Form von Kommentaren oder wenn wir uns getroffen haben, irgendwo Gamescom oder irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Ich freue mich sehr darüber, dass das ein Nebenprodukt davon ist. Das macht das Ganze nämlich so interessant und gibt einem auch Energie dafür und zu sagen, dass man sagt, man macht weiter damit und denkt sich was Neues aus und so weiter. Das macht mir sehr viel Freude und ich hoffe, möglichst viele von euch noch zu treffen. Nächstes Jahr wird es bestimmt auch wieder viele Gelegenheiten geben. Und bis dahin schicke ich euch ein paar Videos hoch und bleibe euer Alex. Ciao! Thank you.